So, schon zweimal gescheitert. Und trotzdem hängen wir noch im Level fest. Es muss weitergehen. Gleiches Kommentar wie letztes Mal. Ohne Sonnenblume macht das hier irgendwie keinen Spaß. Müssen wir mal warten. Hier eine Ampel. Den Spruch fand ich cool. Der ist mir spontan gekommen. Sonst finde ich es ja immer ganz gut, wenn es mir spontan kommt. Aber, naja. Auch diesmal fand ich es gut. Nein! Muss doch an die Blume rankommen. Sonst bin ich doch wehrlos. Na komm. Oh, Aiming. So. Auf jeden Fall kann ich mir jetzt sparen, hier zu versuchen, in diese komischen Dinger reinzuhüpfen, in die Rohre, weil das scheint wirklich nicht zu funktionieren. Ätzend, sag ich mal. Guck mal, Lackschatt. Na komm. So. So. Da ist die. Die habe ich doch eben schon angedatscht, die Mittel. Oder bin ich da. Da bin ich, glaube ich, eben vorher runtergesprungen. So, da gab es eben eine kurze Unterbrechung. Ich hoffe, wir können das kompensieren. Machen wir einfach mal lustig weiter. So. Voilà. Ich würde gerne da hoch, zu den lieben Bäumchen. Ne, ich wollte eigentlich, kann ich hier nicht diesen komischen Sprung machen? Das ist ja scheiße, hätte die Bomben gebraucht. Die Panne. Na gut, konnte ich nicht wissen. Egal. Ist schon sehr tricky. Man hat sich von den Standard-Spielmethoden verabschiedet. Und nervt mich jetzt hier mit so einem Rumgedönsel. Mit Bomben und Eisflächen, die gesprengt werden wollen. Wo kommen wir denn da hin? Mit mehr Blumenpower. Ich will die andere Power haben. Sofort. Andere Power FTW. Und man rutscht. Ah, man rutscht. Das Schlimmste an dem Spiel ist, dass man rutscht. Immer und immer wieder. Egal worauf, selbst auf diesen komischen Holzklötzen hier. Wo rutscht man hin? Man fragt es sich. Doch niemand sagt es einem. Wie komme ich denn jetzt schon wieder da hoch? Ah! Hä? Achso, das geht auch. Cool. Wusste ich gar nicht. Jawoll! I did it! I am neues Versteck gefunden. Meins! Blöden Leben. Die hüpfen nämlich, die springen durch alles durch. Dann fallen die durch die Karte und dann ärgert man sich. Hallo. Ich schieß mal hinterher. Die Arme. So. Das ist ein Level. Wie lange der mich schon beschäftigt? Yay! Yay! Oder er wäre sogar noch irgendwo ein Versteck gewesen. Ich war nicht aufmerksam genug. Ich schäme mich. Nein, eigentlich nicht. So. Auf zu den Sternen. Das klingt schon... Run. Na super. Na super. Na super. I did it! I am the great. Jawohl. Ich dachte jetzt eigentlich schon wieder, das war's. Das ist ein hübscher Hintergrund, muss man schon sagen. So. Point, point. Hier komme ich nicht hochgeduckt. Warum stehen die hinten und chillen? Ach, guck mal! Ich hätte die eben auch abfackeln können. Wie doof. Ja, ist eigentlich klar, ich schieße hier Feuer. Hab ich nicht dran gedacht. Hilfe! Gott, warum springt er denn überall? Ich will einfach nur, dass du da durchfällst. Genau so. Gott. Nee, das ist mir zu heikel. Das ist mir zu heikel. Die will ich nicht. Da bin ich feige. Da bin ich feige. Derartige Komplikationen müssen wir uns hier nicht geben. Ah, ich habe genug Probleme damit, nicht über diese Holzplanken hinwegzurutschen. Oben oder unten? Oh, Hilfe. Ich dachte, das wäre es jetzt schon wieder gewesen. Aber entgegen allen Erwartungen... Bin ich noch da und ich habe 1000 Münzen gesammelt schon. 1000! Kurz Zeit, sich zu ducken. In einem Graben und Angst zu haben. Huch. Eine Nachricht. Werde ich sie lesen können? Ich schätze ja. So. Das war dämlich, ne? Oh, was war das dämlich? Aber es ist noch zu schaffen. Weil eine ist noch da. Warte, bis der Kollege da drüben weg ist? Idiot. Oh, wie ein Pro.
wie ein Po, als hätte ich's gegossen. So, will ich da oben lang hüpfen? Eigentlich ja nicht. Deswegen hüpfe ich unten lang. Weil mehr Platz. Außerdem kann ich dann das hier machen. Piu! Kann ich hier nicht wieder zurückhüpfen? Na, siehst du. Oh, das... Oh, nee, oder? Ach komm, ey, Mittelfinger in die Luft. Was soll denn das jetzt? Ach, wie blöd. Komm, gib mir wieder so einen Schneeball. Weißt du, das sind die bösen Schneebälle, die haben Augen. Die können mitdenken. Deswegen sind die böse. Und die Schneebälle, die nicht mitdenken können, die kann ich essen. Der da zum Beispiel. Dann werde ich größer. Wie doof. So. Also es gibt wirklich, das ist ja... Der Hauptgegner im Spiel sind ja Schneebälle, die hier so rumfliegen. Das Dinger mit der Fliegerkappe ist ja auch ein Schneeball. Alles sehr verwirrend. Für mich. Als realitätsliebenden Spieler. Aber gut. Was ist das? Man weiß es nicht. Nur eine Münze. Ah. Und? Wer hat ein Level geschafft? Big Ass Pinguin hat ein Level geschafft. Aber hat auch wieder ein Versteck übersehen. Ach, der Noob. Es gibt also noch viel mehr zu entdecken, als ich jetzt gerade reviele. Schade eigentlich. Entschuldigung, gerade hier am Antworten. So. Über den Wolken schon wieder. Nochmal. Was? Was war das denn gerade? Oh je. Und ich kann nicht schießen, ich hasse es. Warum bist du so blöd? Danke. Ja, ich kann wieder eine einzelne Feuersalbe schießen. Supi. Furchtbar. Ah. Ah. Bam, Alter. Vom Kopf. Schön. Jawohl. So, und da hoch komme ich jetzt schon wieder nicht, weil da hätte ich irgendwo drauf hüpfen müssen, ne? Dürr. Boah, wie sie fallen. Wie die fliegen. Guck mal, hier ist schon Levelmitte, oder was? Oder kommt jetzt irgendwas ganz Schwieriges? Okay. Ach, fu. Gib mir eine Blume. Jawohl. Als hätte ich drum gebeten. Dankeschön. Wir kriegen das hin. Was ist das? Ein Stern und ich komme nicht hin, weil hier alles so rumhüpft. Ah, hab ihn. Was ist das für ein komischer Level gewesen? Der war ja kurz. Naja, freue ich mich trotzdem drüber. Nö, ich will nicht in die Therme. So, Höhleneingang. Eben war ich da noch über den Wolken. Ich glaube, ich nehme irgendwie... Oh, okay. Ich glaube, ich nehme irgendwie jeden Level einfach mit, unabhängig davon. Oh, guck, wie ich das gemeistert habe. Andere wären da fünfmal gestorben. Oh. So skilled. Nein, die hab's euch nicht gesehen. Oh, diese weißen Pfeile auf dem weißen Untergrund. Wer hat das zu verantworten? Wen muss ich da anschreiben? Wer möchte von mir einen erzählt bekommen? Da mache ich mir gerade wieder das Eisding kaputt. Dem ich hätte laufen können. Sehr intelligent. Shit. So, alles richtig gemacht. Cool. Tschüss. Der Boy. Tschüss. Jach, oh. Dreck. Warum verarscht mich das Spiel? Was ist das denn? Wie ich denn da rüberkommen? Außer mit Hüpfen. Könnte mich der alten Kunst des Hüpfens bedienen. Haha. Was ein Versteck. Wahnsinn. Aber gut, ich hab's gefunden, also ist es meins. Wer es findet, der behält's. Da drauf. B, A, B. Wer designt denn sowas? Ich glaube, das habe ich schon mal gespielt. Ich glaube, jetzt ist es wieder oldschool. Bin mir nicht sicher. Was ist das da oben? Ist das ernst gemeint? Kann ich da vorbei? Egal. Gar nicht groß rumprobieren. Huch, cool. Yeah. Ich hab dich entskillt. Hä, warum krieg ich denn den jetzt nicht kaputt? Mit so einem... Oh, mit so einem geilen Jump.
Da oben ist die Glocke! Da oben ist die Glocke! Fuck auf Münzen, ich habe keinen Bock mehr auf Münzen. Ich habe zwar gerade 100 verloren, aber ich will das jetzt fertig kriegen. Komm, gib das her. Ich will ein Big Ass Pinguin sein. Vom Stamme der Big Ass Pinguine hier, weil ihr nix könnt, weil du nix kannst. Ja. Hier direkt nächster Big Ass Pinguin Moment. Dankeschön. Oh, jetzt muss ich an der Stelle wieder vorbei. Ja, das war sehr intelligent. Ich neige dazu oftmals ich krieg gar keine Münzen abgezogen. Oder gibt's da noch irgendwie was anderes neben dem Leben? Versteh ich grad nicht. Versteh ich grad nicht, ich kann es grad nicht verstehen. Na, fuck yourself, ehrlich. Ich werde schon wieder ungehalten, ich hätte keinen Kaffee trinken sollen in der Mittagspause eben. Ach komm ey, jetzt wird's albern. Ich glaube, ich bin gerade komplett raus. Ich glaube, meine Aufnahmesoftware verarscht mich auch gerade mit 10 Minuten jetzt, ehrlich? Ich dachte, ich hätte schon mehr. So, nochmal. Hör mal auf, hier rumzurutschen. Ach, fuck off. Fuck off, fuck, 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 fuck. Liebe Eltern, sperren Sie Ihr Kind bitte in die nächste Gehörschutzzelle. Oh. Wir hören jetzt auf. Ich wollte euch ja nur mal zeigen, dass es jetzt dieses neue Spiel gibt. Und ich habe irgendwie weder die Motivation, noch den richtigen Gemütszustand, um mich hier aufregen zu lassen. Weil ihr könnt das sicherlich besser als ich. Die Geschichte könnt ihr runterladen. 70 Megabyte, eine Anleitung, wie ihr es kompilieren könnt, steht auf Holase, habe ich selbst geschrieben. Ist nicht die ausführlichste, aber läuft. Ansonsten ist in dem Paket auch eine Anleitung dabei. Oder ihr wartet nochmal 2-3 Tage. Zumindest ist auf der Homepage angekündigt, dass es für diverse Distributionen fertige Pakete geben soll in naher Zukunft. So, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht es gut oder rein. Und tschüss, und ich muss erstmal hier... Ach, ich weiß auch nicht, ich muss irgendwann erstmal meinen Scheiß hier zusammenkriegen. Ciao, ciao!